Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MindNightXD. Und ja, lange ist es her, lange ist es geschehen. Die Redstone-Welt hat sich stetig weiterentwickelt. Ich habe aber kein Video dazu gemacht, weil es total langweilig war. Und ich habe immer echt, ich saß da stundenlang wirklich an einer Schaltung dran oder an einer Redstone- oder Command-Block-Struktur oder sowas. Ja, und das war halt sehr unspannend. Und ja, wir sind jetzt hier in Minecraft immer noch drinne. Und ja, das Haupthaus hat sich ja weiterentwickelt auf jeden Fall. Hier dieses Redstone-Symbol habe ich früher auch angepeilt, aber ich will meinen Skin nicht zeigen, da ich ein Steve bin und ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht, es war schon bei meinen englischen und deutschen Tutorials der Fall, aber ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Redstone-World ist jetzt sozusagen nicht fertig, auf keinen Fall, aber sie hat sich stetig weiterentwickelt. Also dieses Video wird wahrscheinlich auch, Vorwarnung erstmal, übelst lang. Ich sage jetzt schon, es wird übelst lang, weil ich so viel zum Zeigen habe. Wir fangen nicht mit dem Haupt, oder? Ja, doch, wir fangen mit dem Haupthaus an gleich, weil hier am wenigsten Spannendes ist. So, früher war das Haupthaus circa bis hier fertiggestellt. Bis hier. Ich sag mal so, es ist jetzt ein bisschen höher. Also es ist auf jeden Fall von der Außenstruktur fertig. Ein bisschen einen kleinen Feinschliff und so gibt bestimmt noch, aber innen ist noch nichts. Also fast noch nichts. Unten vielleicht, aber da sieht man auch schon, es ist hohl. Aber wir können schon sehen, das ist ein bisschen größer gelangt. Deswegen, wir fliegen jetzt einfach mal hoch. Ich habe die Sichtweite auf 10 Chunks gemacht. Auf 10 Chunks hier. Und auf jeden Fall 10 Chunks. Und wir sehen, hier ist das Ende. Es ist ziemlich riesig. Also, hier fehlen auf jeden Fall auch noch diese Stairs-Teile. Und hier können wir mal runterfallen. Das ist fast 170 Blöcke hoch, habe ich mal nachgemessen. Circa so. Und genau, das ist das Haupthaus. Wir können direkt mal rein. Hier ist Lag-Kanonen des Todes. Mag ich nicht. Hier kann man Night Vision eingeben, aber ist eigentlich hell genug. Ich kann mal eigentlich slash effect clear von adp, wenn ich UAP machen, so. Jetzt sehen wir, wie hell es hier in Wirklichkeit ist. Hier, die Karte hat sich auch stetig verändert. Man sieht hier echt viel. Die ganzen Straßen sind hier neu. Hier ist was Neues. Wo ist noch was Neues? Gibt es überhaupt neue Gebäude? Ich weiß es gar nicht. Das ist hier neu, die ganze Straße, die nach rechts führt. Einiges. Meistens auch im Untergrund. Das ist so die größte Änderung mit dem Haupthaus, was sich jetzt hier getan hat. Das Hotel hat sich auch wirklich es hat sich nicht vom Aussehen verändert. Ist immer noch hässlich. Es hat sich nur von der Technik wirklich stetig geändert. Also da ist fast nichts mehr an Technik, was davor war, was ich früher gezeigt habe. Ich habe mir das Video nämlich nochmal ein bisschen angeguckt. Erstmal cringe. Und das war vor 2 Jahren oder so. Deswegen gefühlt schon. Und ja, hier können wir als erstes direkt mal den Hauptausschlüssel einwerfen. Das geht direkt auf und wir können reingehen. So, hier ist noch dunkel, weil hier ist auch noch der Hebel, der das Ganze hier ausschaltet. Und den will man jetzt nicht betätigen. Es geht nämlich bis ganz nach oben. Ein Fahrstuhl, der bis der ganz nach oben fährt. Und ja, der ist aber noch nicht eingebaut. Ich brauche auch nur, das ist auch eine neue Währung. Währung sieht jetzt so aus und ja, wir brauchen einen Hauptausschlüssel. Einen Personalschlüssel brauchen wir eh noch nicht. Und die Red Bytes können wir auch wegtun. Wir brauchen nur diesen Hauptausschlüssel. So. Genau. Ich gehe wieder zurück, weil da ist eigentlich nichts mehr. Wir können jetzt hier mit der Treppe hoch, aber nein. Wir haben natürlich die coolen Fahrzeuge. Der hatte Bock. Wir können jetzt zum Supermarkt. Der ist, ich weiß nicht, ob der neu ist. Habe ich den schon gezeigt? Bin mir gar nicht sicher. Etage 1 auf jeden Fall. Hier ist nichts. Hier ist nur Licht. Hier muss aber noch mehr ausgeleuchtet werden. Dieses Licht kann man mit dem unten ausschalten. Mache ich gleich mal. Hier gibt es Wasser. Das Wasser ist overpowered. Was gibt ihr? Stärke 3, Instant Health 4, Regeneration 2 und Lack 50 Sekunden. Und Lack halt. Du kriegst plus 9 Damage erstmal. Und es ist zum Trinken geeignet, ja. Brauchen wir jetzt aber nicht drüber weiter reden. Hall of Fame ist kaputt, weil die ganzen Köpfe irgendwie weg, also irgendwie ist bei mir alles kaputt gegangen, die ganzen Köpfe,
ganzen Köpfe sind nicht mehr richtig angezeigt. Und auch hier oben dieses Hall of Fame-Schild. Hier sieht man zwar, wie sie heißen, aber dann halt nicht. Hier geht es noch höher. Aber hier ist dann auch nichts mehr. Hier ist einfach nur Hohlraum des Todes. Und ich rushe schon durch, weil ich will das Video jetzt echt nicht über eine Stunde kacken machen da. Deswegen, ja, wenn man hier hochgeht, kann man dann halt auch noch hier lang, über diese Armbosse hier und dann hier hin. Und hier ist dann auch nichts. Hier ist halt über ein komischer Raum, wo wahrscheinlich irgendwie ein Aquarium oder so reinkommt. Wird am besten passen. So, ich mache jetzt mal das Licht aus. Wird wahrscheinlich laggen, damit sie nicht jetzt das wahrscheinlich nicht schafft, wegen Aufnahmen und alles. Aber man sieht, alles schaltet sich aus. Auch oben ist jetzt stockdunkel. Oh nö. Was ist das denn hier für eine Lampe? Das ist so eine... Ah. Das habe ich alles gelöscht, egal. Ja, eine Lampe noch nicht angesteuert. Muss ich dann auch nochmal fixen. Geht auf jeden Fall. Wenn wir schon wieder hier den Scheiß holen. Hauptausschlüssel und Personalschlüssel weg. Brauchen wir Personalschlüssel, das ist für gleich erst. Das brauchen wir noch für andere Sachen. Ne, genau, ja, dann gehen wir direkt mal weiter. Haupthaus erstmal abgehakt. Hier eine Tür raus. Die Tür ist echt simpel. Die ist mit Command-Blöcken gemacht. Obviously. Und ja, das ist einfach einfach, wenn man hier drauf geht, dann erster Command-Block entfernt die Reihe, zweite die mit R halt füllt er das, wenn ich runtergehe. Werden die halt wieder mit Glas gefüllt. Die ist auch unbreakbar, also ich kann sie jetzt so, sie geht jetzt zu, und wenn ich dann während sie zugeht, so, jetzt ist zwar kaputt, aber die repariert sich selbst, die funktioniert wieder. Sprich, da passiert nichts. So, nee, ich gehe dann mal hier direkt raus, weil hier ist Personalgebiet, hier kann man ja eh nur mit dem Haupthausschlüssel rein. Dieses Gebiet ist abgesperrt, das ist nämlich das Farming- und Fabrikgebiet. Und ja, da kommt man nur über den Gang hier rein. Den. Hier braucht man einen Hauptausschlüssel. Ne, hier kommt man gar nicht mehr rein, hier kommt man nur raus. Hier, Hauptausschlüssel braucht man ja für, um hier überhaupt reinzukommen. Und hier braucht man den Hauptausschlüssel. Hauptausschlüssel zweimal schnell hintereinander einwerfen, heißt es hier. Das mache ich dann auch mal direkt. Nicht nur einmal, dann funktioniert das nicht, sondern zack. Zack. Und dann öffnet sich die Schranke, die ich wird, wie weiß ich nicht wie lange, sehr lange auf jeden Fall, rumgebastelt mit habe. Und diese Schranke kann man auch hier wieder öffnen. Das ist auch cool, dass der Pistons dann mit so fährt und dann halt sozusagen mitfährt und dann nicht hier so hängen bleibt und nervt oder so. Hier ist Wasserstraße für Items, die hier produziert werden. Hier sind wir jetzt auch schon wieder hier, wie man sieht. Hier ist Melonenfarm, ganz einfach und simpel. Hier ist die Kürbisfarm, ganz einfach und simpel. Hier ist eine Schafsfarm, die nicht funktioniert, also die funktioniert schon, aber die Schafe, die spawnen, ich muss denen halt Nametags geben, aber sonst laggt es auch. Ja, nicht, dass die Welt laggt. Entschuldigung. Hier ist eine Baumfarm, die funktioniert. Frage ich immer nur, wann hier ein Baum wächst. Wenn der nächste Baum wächst hier, passiert nämlich etwas. Okay, Baum ist gewachsen und jetzt bam, 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 bam und das droppt hier so rein. Die habe ich auch nicht an, weil es kann sein, dass da was kaputt geht. Und diese Technik habe ich auch echt rausgekübelt, weil früher war ich noch nicht so gut in Redstone. Bin ich immer noch nicht so übertrieben jetzt krass, dass ich jetzt hier diese Schaltung hier bauen kann, weil das hier ist nämlich ein Tageszähler. Inspired by the Joecraft, auch nochmal an der Seite angelehnt, weil die Technik nicht von mir ist. Die habe ich hier reingebaut, um die Tage zu zählen. Ich habe zwar den Tagesrhythmus noch nicht an, aber ich mache ihn mal an bald. So, jetzt ist es auf 12. Oder wir können mal resetten. Es wird alles geresettet, alles auf 0. Man sieht, jetzt geht es auf 1. Jetzt geht es auf 2. Ja. Das
kann man auch nicht mehr so viel zu sagen, weil das ist einfach eine sehr, sehr große Technik, die hier dahinter mitspielt. Und ich weiß nicht, warum das aus Holz ist. Vielleicht wechsle ich das auch mal, wenn wir so einen kleinen Command oder so, dass ich alle Holzblöcke da verändere oder so, weil das sieht echt hässlich aus. Da ist auch auf jeden Fall was sehr Neues, sieht man auch schon. Ja, das war es auch schon soweit zum Farming-Gebiet. Hier ist auch noch sowas, aber das funktioniert noch nicht so wirklich. Der schmeißt ja ab und zu mal Kobble und so rein, aber das habe ich ausgemacht, weil die Fabrik im Moment broke ist. Funktioniert nicht mehr wegen der neuen Version irgendwie oder so, weil da was gefixt wurde. Deswegen muss ich die nochmal verändern. So, Tür geht zu. Hier kann man jetzt runter. Hier kann man jetzt so hoch. Ganz einfach. Aber ja, das. Ne? So. Hier haben wir das Lager. Das Lager. Wenn ich mich gar nicht auskenne. Hilfe. Ah ja. Hier sind die Melonen, die ich mal ausgeleert habe irgendwann, weil da mir zu viele drin waren. Und hier ist Wheat. Wheat Farm gibt es noch nicht. Weizen Farm gibt es noch nicht. Kürbisse sind sehr viele schon drin. Bis hier oben voll fast. Wolle habe ich auch ein bisschen und die gab es mal, die habe ich abgerissen. Und Seeds sind da auch noch ein paar Endprodukte und ein bisschen Holz wird auch reingelagert. Kobbel ebenfalls. Wenn hier Kobbel mal ankommen würde, aber ich habe es ja ausgemacht. Deswegen geht das ja sowieso nicht. So, hier kommt man nochmal zur Technik des Tageszählers. Das habe ich auch mal früher gezeigt. Hier gibt es so eine Wendeltreppe nach oben. Und ja, dann kann man hier den Diorit-Weg lagen. Und dann sieht man, kann man sich die Technik angucken und was auch immer. Ich habe im früheren Video vom Jahr oder so auch gesagt, dass ich da irgendwelche Treppen reinbaue, irgendwelche Rails reinbaue, also irgendwelche Dinger hier. Wie heißen die? Schienen. Nee, mache ich nicht, weil das ist ziemlich schwer. Was habe ich da gesagt? Ich kann ja nicht auf Stairs platzieren, so. Wenn die auf dieser Höhe sind. Geht ja nicht. Ich kann ja nicht mal so richtig einen Block drauf platzieren. Das ist, ne? Hoffentlich. Oh nein, nicht alles löschen. Und das war ja jetzt noch nicht mal so anfangen. Hier gibt es ja noch kaum Technik, ja. Das ist, was heißt kaum? Also, das ist halt schon viel, aber nicht Command-Block technisch. So, wir sehen rechts meinen Kontostand. Ich gehe jetzt zur Bank. Möchte mir den Kontostand erstmal. Also das hier ist übrigens eine Bank, so. Bank. Mit einem Aquarium mit Schildkröten drin, die hier gespawnt sind. Ich habe die nicht da platziert. Hier ist das Problem, hier ist Sumpf und deswegen ist das Wasser hier so eklig. Und hier ist halt so schön blau. Wenn man nämlich reingeht, das sieht man auch so richtig schön. Hier ist so richtig schön blau. Man schwimmt hier so. Und dann ist man hier irgendwo. Plötzlich wird alles eklig. Und alles ist grün. Das ist ekelhaft. Sowas von disgusting. Geh mal raus hier. Bäh. Du musst so eine kleine Aussichtsplattform, aber die ist auch noch nicht gebaut. So, die Bank ist aber schon gebaut. Die ist soweit fertig. Wir sehen hier erstmal Red Bite Geber, das sind nämlich die neuen. Es gab früher mal alte. Die. Die habe ich entfernt. Zumindest noch nicht überall, aber ich hoffe meist überall. Und weil die anderen jetzt nicht mehr, ich konnte die nicht mehr spawnen, ich wusste auch die ID davon nicht mehr. Die ID ist da unten. Die musste ich echt tausendmal eingeben und das war nicht jetzt gerade schwierig, weil ich habe jetzt einfach nur auf meiner Tastatur rumgespammt, um die ID zu machen, deswegen. Ja, wir sehen jetzt hier willkommen in der Redstone Bank, das ist die Redstone Bank. Hier können wir einzahlen. So, man hat gehört. Minecraft XD. Dein Kontostand beträgt momentan 698 Red Bytes. Boah, können wir doch mal erhöhen auf 700. Können wir auch auf 30. Also, wir können jetzt nochmal jetzt 30 erhöhen. Dauert jetzt ein bisschen. Jetzt sieht man, das verändert sich synchron fast. Das könnte jetzt ein bisschen länger dauern, also dauert jetzt nicht mehr lange. So, gut. Hat man dann auch. Und jetzt kann man hier runtergehen. Okay. Und ja. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Geht man runter. Ist das dann auch weg. 730. So, und hier ist die noch nicht beleuchtete Auszahlung. Hier ist nämlich noch stockfinster. Und hier ist auch noch nicht zurückgesetzt. Nichts gesehen. Hier auch noch nicht.
Hier ist nämlich nur so eine kleine Technik. Ich mache mir da Night Vision. Machen wir mal 999, 250 True. True. So, komm. Jetzt sieht man hier auch mal was. Wir sehen nämlich hier Auszahlung. Kommt kein anderer mehr rein. Man kommt hier auch nicht mehr raus, solange man nicht hier drauf geht. Also man ist so witzig oder so, aber dafür ist es jetzt nicht gedacht. Man ist jetzt erstmal hier eingesperrt, also man geht halt wieder raus. Hier kann man jetzt nicht Sachen auszahlen lassen. 1, 5, 10, 20, 50 oder 64. Ich möchte mir jetzt einfach mal 5. Oder ich werfe den mal weg und mache mir meinen Red Pass Verbinder weg. So, ich will mir jetzt mal 20. Das geht relativ flott. Das klickt doch ein bisschen nach, damit da auch echt alles raus ist. Und genau, wir haben jetzt hier 20 Red Bytes. Wir können auch einen Stack nehmen. Jetzt müssen wir einen Stack und 20 gleich haben, theoretisch. Und das wird dann dauern, aber das dauert eigentlich nicht so lange, weil das geht schon flott. Weil wie viel Geld soll man denn jetzt dort benötigen? Das Geld wird dann noch direkt abgezogen, wenn ich jetzt hier auf die Dings klicke, dann sieht man rechts, es wird instant abgezogen, bedeutet, der geht jetzt davon aus, dass du halt auch alles nimmst. Wenn nicht, hast du Pech. Das vorher gemacht, dass das sozusagen in Real-Life-Time abgezogen wird, aber das hat nicht so funktioniert, wie ich es wollte, deswegen habe ich es lieber so gemacht. Bis ich zwei Stacks und 20 haben, genau. Dann kam ich wieder raus. Und auf einer hier geht es genauso, man kann Stack 5, 1, 5, 10, 20, 50 und 64 nehmen. Das war die Bank. Relativ cool. Ja, genau, wenn man hier raus will, aus dem Farmbereich, kann man hier dann den Hauptausschlüssel einwerfen und kann dann raus. Aber nicht mehr rein. Geht nicht mehr. So, gehen wir weiter. Ja. Hotel? Nee. Ich mache jetzt erstmal das hier. Das hier ist die Bibliothek, die Library, mit Museum integriert. Oder so. Ich mache jetzt mal das danach. Das ist das nächste. Postfach. Geht. Habe ich aber jetzt keinen Schlüssel für. Das ist einfach ein Postfach. Ich kann den aber trotzdem mal holen, den Schlüssel. So. Die Postkarte ist auch noch nicht richtig bearbeitet worden. Ich kann jetzt theoretisch irgendeinen Empfänger hier Post einwerfen. Hab ich jetzt gemacht, hab der jetzt nochmal Post eingeworfen. Ist jetzt auch gleich schon eingenommen. Hier die Post einwerfen. So, ganz einfach. Und jetzt kann ich meine Postkarte einwerfen, wenn ich der Besitzer bin. Und dann kommt halt alles da raus. Klickt auch nach. Auch ein Design von The Joecraft, nur mal am Rande dargestellt. So, hier geht's einfach rein. Die Aufzüge hier sind alle kaputt. Ich habe aus Versehen einen bösen Command gegeben, /kill@e auch genannt, aber das war noch früher so. Und ja, das war böse, deswegen sind hier auch alle Fahrstühle kaputt gegangen, deswegen geht er hier nicht. Aber wenn man hier runterfahren würde, man würde hier normal runterfahren, kommt man hier zur U-Bahn, die momentan nicht funktioniert. Vorher hatte ich hier noch so Audio-Sounds und so, die sind wahrscheinlich auch noch hier hinten verbaut. Ja, sind sie. Sorry für den kleinen Cut, ich muss kurz was erledigen. So, hier steht auch noch Sound willkommen, aber den gibt es halt nicht mehr. Deswegen funktioniert das auch nicht. Weil das Redstone World Pack ist hier nicht mehr. Hab ich irgendwie versäumt. Auf jeden Fall geht die nicht. Kann mal zeigen. Hier wird ein Zug vorbeikommen, das funktioniert auch. Und dann würden die hier aufgehen. So, zack, 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 also zack, zack. So, dann geht der Zug, oder dann fährt der Zug halt weiter und du kannst einsteigen und ja, wie eine U-Bahn halt ist. Geht man hier weiter. Hier, die Tür war eigentlich zu. Das ist eine einfache 3x3-Tor. Technik dahinter. Ja. Ich kann auch immer noch keine 3x3-Tor bauen, das ist einfach auch noch irgend so ein Design halt. Aber ich glaube, das geht jeder. Ja. So, hier ist das Licht gerade aus. Ich kann das mal anmachen. Zack. So geht das an. Ja. Gut.
Ich habe mal kurz einen Blick drauf geworfen, wie lange die Aufnahmen. Okay, 90 Minuten, das ist ja noch gut. So, hier sehen wir das Museum. Das Museum ist ziemlich doch nicht fertig. Also hier stehen halt noch Sachen, hier stehen schon Drachen drauf. Der Trichter ist transportiert Items von A nach B. Oder Beobachter erkennt, ob sich irgendwas vor ihm verändert. Normaler Kolben. Im Gegensatz zum klebrigen Kolben schiebt er Blöcke überall hin, aber nicht mehr zurück. So bezeichnen. Klebrige Kolben. Schiebt Blöcke überall hin und wieder zurück. Oder Redstone-Fackel. Ist eine Fackel, die ein Redstone-Signal verschicken kann. Apparator. Redstone-Komparator. Kann Eis in seinem Trichter oder in anderen Gegenständen, zum Beispiel Ofen, Werfern, biegen. Kann auch andere Sachen machen. Damit die habe ich da nicht aufgeführt, weil ich das doch nicht wusste. Mit dem mathematischen Zeugs da, mit Minusrechnen und so, was der da alles kann. Das ist ja auch schon viel zu viel. Hier hatte ich dann auch mal noch gefunden, dass man die Red Bytes hier machen kann, aber das ist jetzt egal. Hier ist halt Library, Museum zu sein. Hier sind so Bilder. Und auf so kann man zwar holen, bringt sie nichts. Hier sehen wir, gar nichts kommt hier also. Funktioniert jetzt noch nicht so gut. Nächste betrifft wieder das Haupthaus. Hier sehen wir auch nochmal eine Karte. Wir sehen hier oben sind Berge, war ich bestimmt auch noch was sehen, so Schneeberge. Hier ist die Bank, die sieht von oben ist natürlich auch noch komplett pottenhässlich aus. Hier sind die ganzen Straßensysteme, die sieht man hier gut. Man sieht hier das Haupthaus, das oben auch aussieht wie ein Redstone. Also insgesamt, wenn man von oben guckt, ist es so. Hier ist ein Hotel. Das mache ich wahrscheinlich zum Schluss, weil das ist am besten von allem. Der hat einen Garten hier. Hier unten sieht man die Fabrik, die komplett kaputt ist. Die brauche ich eigentlich gar nicht zu zeigen. Ich kann vielleicht mal, aber dann ist alles kaputt. Hier ist der Zähler. Von oben halt so irgendwie komplett weiß. Hier ist das Parkhaus. Hier ist die Schleuse. Mache ich auch gleich noch was zu. Und hier ist eine Straße. Hier ist eine Flagge. Wenn ihr die erratet, welche das sein kann, dann schreibt es mal in die Kommentare. Weil Auflösung sage ich in 3. Also wie cheatet jetzt? Böse. Findet heraus, welche Flagge es ist. 3, 2, 1. Südkorea. Okay. Gehen wir dann nochmal weiter. Grund, wenn ich den sagen soll, dann schreibt es in die Kommentare, wenn ich sagen soll, dann mache ich es auch. So, genau, man muss jetzt hier mit dem. Der funktioniert. Haben wir ja schon gesehen. Jetzt in den Supermarkt. Haben wir auch schon gesehen. Aber gehen wir runter. Geht's hier in diesen engen Gang runter. Und wir sehen, wir sind jetzt hier im Auf. Ja, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier. Hier kommt man nicht rein. Auch man fliegt jetzt, weil ich cheate. Hier kann man Licht ausschalten, was ich eigentlich früher später ausschalten soll. Genau, dass ich eigentlich in der Nacht ausschalten soll, aber es geht halt nicht. Weil das dann vielleicht laggt. So, genau, das ist hier so ein Ticketsystem. Ich sag mal so, wir wollen jetzt 2 Weizenbrot haben. Geld brauchen wir gleich. Die Postkarten-Ding brauchen wir auch nicht mehr. Ich will 2 Weizenbrot. Ich will 3 Karotten haben. Eine Kartoffel. Hühnchen. Das sind bewegungslose Chicken, die leben nicht. Auch wenn da ein Ei, ja, die legen aber Eier. Und eine Melone. Nee, ich will 5 Melonen haben. Okay. Hier ist dann die Kasse. Hier gibt es dann noch Borscht. Dann gibt es hier noch Kaninchen-Ragout, Cookies. Ich sehe noch immer so. Hier, das sind Kaninchen. Die sind aber auch nicht lebendig. Also die sind irgendwie gefühlt aus. Ah, die leben. Okay. Die sterben nicht. Cookies hier mit Kakao und Weizen. Mushroom auf so einem Pilz. Ich habe also mir Mühe gegeben, wie das jetzt schön zu symbolisieren, was es ist. Hier zum Beispiel Salmon, also roher Fisch. Das hier in dem Fall auch Lachs ist. Ja, wir müssen jetzt hier. Legen Sie zuerst die Zettel in die oberen Slots der Kiste. Hier wird es bald den letzten Slot. Vielen Dank. Wir müssen immer ein Red Bad mehr einwerfen. Mengen Red. Keine Ahnung, was ich mit Mengen Red früher meinte. Ich weiß es nicht. Will ich auch nicht wissen. Ist mir egal. Hier kommen die Items. So. Ihre Anfrage ist in Erarbeitung, ist, wenn diese Lampe leuchtet. Wir zählen jetzt nach. 3, 4, 6, 7, 12. Jetzt muss ich. Oh nö. Stopp. Bevor ich das mache, weil hier werden noch die alten Red Bytes benötigt. Ich habe das noch nicht geändert. Ich gehe mal kurz die holen.
Weil die habe ich nirgendwo mehr, weil die alten Red Bytes, das sind die Teile hier. Stopp, 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 so. So, ich nehme mal vorsichtshalber die alten Red Bytes auch noch mit, weil das sind nur die Red Bytes, die funktionieren in dem Fall. Da unten mit einer Pampa. Hier links ist auch noch der Chorus. Der ist aber gerade auch nicht da. Boah, ist so viel zu zeigen, ich will das. Genau, ich gehe jetzt nochmal zur Kaste. So 5, 8, 10, 12, ne? Jetzt müssen wir 13 reinlegen. So, und jetzt müssen wir da rausgehen. Also wird das alles gleich rausgesaugt. Und das ist jetzt in Bearbeitung. Das dauert ein bisschen. Das ist alles weg. Und die Items kommen dann gleich hier. Wir sehen mal, ob wir es gemacht haben. Also ob wir es geschafft haben. Ob das System in 1.16.4 noch funktioniert. Weil wir sind hier gerade momentan in 1.16.4. Meine FPS sind gerade Müll. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil gerade sehr viel im Hintergrund passiert. Dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen lange. Okay, das Klicken ist vorbei. Ihre Anfrage ist auch nicht mehr in Bearbeitung. Bedeutet, die müssen gleich kommen. Ja. Ja, bitte. Bitte enttäusche mich jetzt nicht, Kassensystem. Oh, okay. Wir sehen, 5 Melon Slices, 1 Potato, 1 Raw Chicken, 2 Bread und 3 Karotten. Das müsste richtig sein. Wenn ich mich jetzt nicht recht erinnere. Wenn ich mich recht erinnere, müsste das richtig sein. Ja. So, hier kommt man dann raus. Hier kommt man auch raus. Warum? Ah ja, nee, ich hab das. Ah ja, ja nee, nee. Ich ist auch noch nicht fertig, ja. Das ist noch nicht fertig. Hier kommt in der Mitte noch was rein. Deswegen ist das ja auch so groß. Können wir rein? Ja, können wir auch hier rein? Nee. So. Mhm. Wir verlassen jetzt das Haupthaus komplett. Und gehen. Wohin? Ja, ich gehe erstmal hier hinten hin. Hier hinten ist nämlich doch nicht viel. Hier aus der Natur kommt, kann man hier diese Treppe hoch und diese Brücke über die Straße nehmen. Wenn wir die Straße gucken und hier die Schleuse. Hier kann man das Licht anschalten hier. Das ist einfach das Licht nur und das hier unten. Und ja, man kann diese Schleuse tatsächlicherweise schließen. Ja. Zu. Ja. Ist offen. Technik ist, denkt man jetzt wahrscheinlich richtig riesig. Das hier gehört gar nicht dazu. Das ist Licht. Suchrakete. Ah, da ist die Technik. Da. Das ist ein Structure Block. Das ist die erste und einzige Konstruktion, die ich hier mit einem Structure Block baue. Structure Block ist nämlich richtig, richtig kompliziert und scheiße schwer. Und sowas heißt, es geht, wenn man es versteht, aber ich verstehe es nicht. Und deswegen will ich es auch gar nicht machen. Man kann es auch von hier, wenn man hier im Boot sitzt, auch ansteuern und natürlich auch runterlippen lassen hier. Man kann es natürlich auch hier runterlüppen. Das lag doch ziemlich. Bei mir zumindest, weil. Ja. Ne? Und hier geht es dann zur Wüste. Hier ist aber weiterhin noch nichts. Gut. Das nichts. Gehen wir mal zurück. Ne, hier nicht. Da war ich schon. Ja. Dann kann man als nächstes nochmal in das Parkhaus. Auf, kriegst Parkticket, Status unbezahlt. Bitte am Ticketautomat bezahlen, ne? Kann man ja machen. Geht man hier runter. Ganz normal. Mhm. Bitte unbezahltes Ticket hier einlegen. So, wenn ich jetzt mal Time Set Midnight mache. Und danach Time Set Day. So. Wir zählen. 2. 3. Jetzt legen wir das mal hier ein. Wir müssen viel Red Bytes bezahlen, weil man muss immer einen mehr bezahlen, weil man, wenn man das kauft, schon allgemein einen bezahlen muss, wenn man nicht länger als einen Tag, muss man einen bezahlen, nur pro Tag geht das hier einen hoch. Hier muss man auch noch die alten Red, oder muss man hier schon die neuen Red Bytes einlegen? Ich weiß es gar nicht. Kurz gucken. Die alten Red Bytes oder die neuen Red Bytes? Die alten oder die neuen? Die alten. Okay. Die
alten Red Balls. Scheiße, jetzt bin ich durch den Boden geglitscht. So, jetzt nur noch drei. Und zack, zack, zack. Vielen Dank. Parkticket, Status bezahlt. Geht auch zurück. So, das Parkhaus selbst ist ziemlich hässlich. Da gibt es halt Parking-Lots hier, ne? Die kann man dann auch betrachten. Das ist eher so, also ich denke mal so, Autos werden der Rest wird entweder Schweine oder Pferde sein, weil das sind die einzigen Sachen, wo man mit so Anführungsstrichen fahren kann. Bitte bezahltes Ticket hier einlegen. Wenn ich jetzt hier meinen Hauptausschlüssel einlege, sagt der, Ticket nicht erkannt, schon bezahlt. Aber wenn ich jetzt so mache, Überprüfung, gute Fahrt. Super, das ging ganz schön schnell. So, das ist noch Command-Box, die mir die Tickets geben. Ja, das hier ist Put, das braucht keiner sehen. Das hier unten war, das war mal der Flughafen, den habe ich auch mal gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon in einem Video gebaut habe, also gezeigt habe. Aber hier ist sowas, aber das funktioniert alles nicht mehr. Außer, dass natürlich jetzt, das funktioniert natürlich noch, dass ich keine Items in meinem Inventar haben darf. Hier kommt man auch mit der U-Bahn hin, die ich nicht fahren werde, weil die ziemlich unspektakulär ist. Ich überlege gerade, zu guter Letzt würde ich dann auch noch ganz geschwind zum Hotel switchen. Hier brauche ich auf jeden Fall nicht mehr diese Red Bites. Hier brauche ich nicht mal normale Red Bites, die wir wirklich sehen. Hauptausschlüssel eigentlich auch nicht mehr. Wir sehen hier, wir können hier mit dem Dings ankommen, können hier lang. Aber hier sind nicht mehr so Trichter, die früher da waren. Ich kann hier nichts machen. Dieses Hotel ist komplett digital. Bedeutet, 5 Euro für den Eintritt heißt, ich werde jetzt auch 5, ja, mir wurden auch gerade 5 abgebucht. Willkommen im Hotel, viel Spaß. Hier kann man nichts machen, hier ist ziemlich viel Freiraum, hier kann man chillen, hier kommen noch so kleine Dinger hin. Hier, Zimmer, sind alle frei. Zimmer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Zimmer 6, ja, dann gibt es Zimmer 1, Zimmer 7, Zimmer 2, Zimmer 8, Zimmer 3, Luxuszimmer halt auch, ne, und dann Luxuszimmer plus Zimmer 10. Ich kaufe mir jetzt mal für jeden ein. Leute, wir sehen. Zimmer 1 erfolgreich gekauft und belegt. Das ist so geil. Luxuszimmer, die sehen nämlich alle gleich aus bis jetzt, aber die sind auch noch nicht gut designt. Luxuszimmer 1 erfolgreich gekauft, man kann mehrere auf einmal kaufen. Und nochmal das Luxuszimmer plus Luxus. Die kosten auch. Wir haben bestimmt gesehen, dass das abgebucht wurde. Und nochmal Zimmer 6 wird das abgebucht. Ja, 20. Luxuszimmer kosten 20. Male kosten 5 oder 10 und das OP kostet 200 oder so. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr. Steht hier noch nicht, habe ich noch nicht gebaut. So, hier kommt man auch nicht lang. Hier ist eine Treppe, die dann hochfährt. Das ist lustig. Guck, hier lässt der einen einfach nicht durch. Ja, man soll hier halt nicht durch, um ohne zu bezahlen da reinzugehen. Da unten geht es um Teil. Und hier müsste theoretisch, ich weiß es nicht, ob das da noch ist, ich habe das nämlich mal irgendwie anders gemacht. Ja, es war noch da, glaube ich. Früher war es auf jeden Fall hier. Genau, hier kommt nämlich noch so ein Emerald raus. Das ist noch ziemlich alte Sahne. Ja, dann gehen wir mal in einen rein. Scheiße, welches Zimmer hatten wir denn jetzt? 2? Welches Zimmer hatten wir? Ah, Zimmer 6, okay. Gut. So, die gehen noch zu. Wartezeit. Hallo. Nee, dann halt nicht. Und was ist denn jetzt hier falsch? Die Technik ja noch nicht gebaut. Der Druckplatte. Nee, tatsächlich ist die hier noch nicht gebaut. Ja, okay, dann geht das hier noch nicht, weil ich habe eigentlich überall die Technik hingebaut, damit dies halt nicht geht, aber ich habe Zimmer 6 scheinbar vergessen. Licht geht an, Licht geht aus. Doppelbett, Vierfachbett. Ich weiß nicht, wie man hier drunter pennen kann, aber ja. Eine Jukebox, Crafting Bench, Chest und eine Küche, die ziemlich hässlich ist, aber hier gibt es eine Minibar. 3 Äpfel, 5 Melon Slices und 6 Sweet Berries.
Kann man hier auffüllen, wenn ich das rausnehme, gegessen hier, ja. Er ist aufgefüllt. Ganz lame gemacht. Steht auch, Minibar nachfüllen. So, hier ist ein Bad, braucht man ja. Das geht an, wenn man das anmacht. Und hier ist eine kleine Dusche. Ganz chillig. So. Ja, die Tür geht jetzt erstmal nicht mehr zu. Ich glaube aber bei den Luxuszimmern habe ich das gemacht. Ich weiß es aber nicht. Dann fahren wir mal mit dem Aufzug. Der ist auch noch alt. Hier hin. Ich wollte ja nicht überall den gleichen Aufzug machen. Da brauchen wir auch mal so einen Aufzug. Ja. Ich hatte doch hier... Ah, nee, 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 nee. Stopp. Nee, das war hier nicht. Okay. Hatte ich Luxuszimmer 1. Nee, hatte ich nicht. Geh mal weiter. Luxuszimmer 2. Nee. Hatte ich ernsthaft Luxuszimmer 3. Warte mal. Hab ich hier die... Doch. Ja, das ist das Problem. Man sieht halt nicht, welche Luxuszimmer man hat. Ich habe doch eins gehabt. Mal Scoreboard. Players. List. P. Ich habe 5 Scores. Ich habe FP Pass, ja. Ich habe 1. Ich Parkzeit. Ich habe Zimmer H6. Kontostand. Ich habe gar kein Zimmer. Wait. Das. Nee. Das kann ich. Ich gebe nochmal alle meine Zimmer ab. Und. Oh nein. Was ist denn jetzt? Ich mache hier echt alles kaputt. Es ging davor noch. Was ist das denn jetzt? Ich habe die. Aber wer macht das denn nochmal? Der Data Merge das. Warte, ich gebe mir jetzt mal kurz alle Zimmer. Da müsste ich das eigentlich hier zurücksetzen können. Slash Scoreboard Player Set von mir. Welche Zimmer waren das denn? Warte mal. Ich mache das jetzt mal kurz, weil das will ich jetzt auch nochmal. Zimmer 1, also HZ1 auf 1. Setz mir noch was anderes auf 1, nämlich Luxuszimmer 1, also HZ7L auf 1 und setz mir mal HZ10LLL auf 1. Jetzt habe ich die theoretisch auch. Müsste es auch gehen. Ich hoffe mal jetzt, also ich habe jetzt Luxuszimmer 1, glaube ich, gehabt. Ja, danke. Hier gehen sie auch zu. Hier kann man Licht an- und ausmachen. Kann man halt mal machen. Hier gibt es erstmal einen fetten Flachbildfernseher mit Lichterboxen-Dinger. Hier gibt es ein Bett, wo die, ja, die oberen Betten fehlen. Das ist ein Bett sein. Hier kann man nämlich Teppichfarbe wechseln. Light Gray, Red, Blue. Kann man hier nehmen. Hier gibt es so noch ferne Fahren-Dinger da. Kann hier Ofen auffüllen, dann kommt hier ein bisschen Steak und hier ein bisschen Kohle. Und die Minibar ist natürlich deutlich prall gefüllt. Klo und Dusche darf nicht fehlen. Diesmal eine Badewannendusche. Ja, krass. Und ja, das war's auch schon im Luxuszimmer. Und dann geht's noch hoch zum Luxuszimmer Plus, Plus und nochmal Plus. Ja, ich gehe runter. Perfekt. Hier runter.
Nochmal hoch, nochmal hoch. Ja, hier ist nämlich der Aufzug zum Luxuszimmer plus, plus, plus. Der hat nämlich einen extra Aufzug. Mhm. Willkommen zurück, Besitzer. Wo Besitzer steht, muss noch der Besitzername rein. Mhm. Das ist auch noch nicht fertig eingerichtet. Hier kommt auch nur so eine Wand und so. Hier ist eine Küche schon mal. Hier ist so ein tolles Regal mit Creepy-Köpfen. Hier ist ein krasses Sofa, das sich ausfahrbar lässt. Und hier runter. Geht sehr schnell kaputt, also nicht spammen, das ist das Problem. Man kann sich auch hier reinglitschen, wenn man will. Bin ich jetzt da reingeglitscht? Nee, egal. Aber ich kann mal versuchen. Ha. So, jetzt bin ich nämlich im Boden. Ich Steve. Ja. Man kann hier tatsächlich das Licht ausmachen. Ja. So einer coolen Animation geht das aus. Da 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 dam, da 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 dam, ba, bam. Okay. Komm doch raus. Hier ist nur zum Öffnen der ganzen auf einmal. Hier oben ist auch noch ein Redstone-Teil. Hier. Und sieht man auch hier, wenn man hier jetzt den Knopf drückt, kommt hier Robbie mit Protection 1000, warum auch immer. Hier kommt Kohle. Und hier ist sehr viel drin. Hier ist das Schlafzimmer, das ist soweit, ja, geht so fertig. Hier kann man einmal das Licht hier ausmachen, die Tür. Also wenn man hier drin ist. So. Egal. So, hier kann man das Licht auch anmachen, nämlich mit einem Knopf. Dann geht das hier oben nämlich aus. So mit Wasser und danach so schwarze Concrete und ist halt sozusagen so eine kleine Kugel. Oh, das war's auch schon mit dem Zimmer. Und dann gehe ich jetzt mal runter. Gut. Und gehe dann nochmal runter. Und zeige es nicht so gut, dann ist noch den Park. Der Park ist nämlich hier gar. Stopp. Erstmal hier die Zimmer alle abgeben. Ich hoffe, dass jetzt auch alles funktioniert hat. Ja. Ja, danke. Das war irgendwie komisch, das hat wohl mir nicht zugeschrieben. So, hier kommen wir jetzt zum Restaurant, das Korean Restaurant. Ja, man merkt, ich mag dieses Land, aber. Ja, so. Hier braucht man den. Ja. Toll, nur Innenpass hier. Ich wollte nämlich nochmal meine alten Retten. Jetzt habe ich die nicht. Die habe ich schon. Die müsste ich theoretisch schon gewechselt haben. Müsste theoretisch schon. Ja, okay. All-In-Pass. Mal runter. Können hier benutzen. Gehen auch direkt wieder und können dann hier durchgehen. Geht zu. Gut. Hier gibt es Lockteile. Kann man halt rein. Hier kann man auch rein. So klein umkleiden. Wo man sich so umkleiden kann, wie sein Man-Dress oder so anziehen kann. Keine Ahnung. Hier steht was drauf. Steht drauf, dass Willkommen im Restaurant Redstonico heißt es gar nicht, glaube ich, gar nicht mehr. Aber ja. Es war auch ziemlich ein Akt, die Zeichen da drauf zu machen. Ich kann das zwar lesen, aber nicht schreiben. Also ich kann es nicht auf dem PC schreiben. Ich müsste das mal vom Google Translator reinkopieren. Boah, das war ein Akt des Todes. Und ja, das macht hier das Licht aus und das andere macht dann hier hinten das Licht aus. Das hier unten. Das ist nämlich jetzt das Restaurant. Das finde ich für mich eigentlich das Schönste, was ich je designt habe. Hierfür braucht man den Personalschlüssel. Haben wir ja noch. So, den Personalschlüssel. Einmal brauchen wir den auch nur. So. Der kommt dann hier auch wieder raus. Perfekt. Hier ist dann einfach die Küche. Ganz gechillt. Ja, ganz solide Küche. Wieder raus. Aber hier sind Tische, hier ist ein tolles Aquarium, wo auch mal Fische drin waren. Aber gibt es natürlich wieder nicht. Hier muss man Red Bites bezahlen, das ist auch diesmal die neuen Red Bites. Einen. So, hier oben steht einmal das gleiche wie unten. Also hier steht einmal auf Deutsch,
Und hier einmal auf Koreanisch sieht man auch. Willkommen bei Restaurant Zoniko. Bitte wählen Sie ein Gericht und genießen Sie es. Und dann steht darüber nochmal das in Korean drin. So, jetzt muss man hier den Knopf drücken und geht dann weiter. Wenn das jetzt zu ist, kann jetzt der nächste reinkommen. Wir haben einmal das Standardmenü. Das Standardmenü, das ist das hier. Das Pyeongchun haben wir hier. Pyeongchun ist das Standardmenü. Dann haben wir das Fischmenü, das Mulgogi. Mulgogi haben wir dann hier. Da sind einfach nur Fische und Apfel. Dann haben wir das Suppe-Menü. Das Suppenmenü, das Suppe steht da. Dann haben wir das Fleischmenü, das Yunche. Das Yunche meine ich, haben wir dann hier. Dann haben wir das vegetarische Menü, das Jessichui-Ja. Das können wir dann hier auch auswählen. Und das Redstonico-Menü, das Hausö-Menü, Menü auch genannt. Hausö, halt Hausmenü sozusagen, Hausmenü. Heißt goldene Äpfel, natürlich. So, dann haben wir noch süßes Menü, dann haben wir noch das Dann-Menü. Muss ich mal kurz gucken, weil so schnippel ich jetzt auch nicht. Da gibt es so Sweet-Sachen. Und dann haben wir noch Mul. Wasser. Mul heißt Wasser. Sieh mal, kann ein bisschen Spam hier und dann hat man hier auch Wasserflaschen. No Effects, 0,33 Liter. Ist da was? So blöde, eklige 0,33 Liter nennt sich auch so Dosengröße. Ja, dann war's das dann auch mit dem Restaurant. Dann sage ich Annyeong zum Restaurant und gehe weiter. Bis zum Park. Der ist kaputt. Also zumindest hier ein bisschen. Hier ist echt alles kaputt. Hier sind nämlich nur die alten Red Bites. Und zahlt man halt hier. Ich versuche mal kurz hier. Warum sind hier Bubble Coral? Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss man hier einen Red Bite einwerfen. Zack. Dann kriegt man nämlich auch Streichelzupässe. 4 Stück. Man kann einfach so runtersliden. Hier ist so ein schöner Weg mit so einem kleinen Innenpark. Aber dann kommt der Außenpark. Über eine schöne Brücke. Die nicht schön ist, mit schönen Sachen, die nicht schön sind. Hier gibt es so eine Sache. Und dann kann man hier Pandas streicheln. Man kann hier Füchse streicheln. Hier sind noch Kühe. Und ja. Hier einmal zum Fuchs streicheln. Zum Fuchs vor allem. Man muss einen einlegen, um reinzukommen. Das geht auch ziemlich schnell wieder zu. Ja. Kann man hier streicheln. Kann den Bambus geben. Guck, der freut sich auch schon richtig schön. Den setze ich dann hier hin und dann kann man halt mit einem weiteren raus. Deswegen sollte man noch nicht beide gleichzeitig einwerfen. Der gönnt sich jetzt hier. Hier kann man die Füchse streicheln, die jetzt hoffentlich nicht rausrennen. Die pennen hier auch teilweise. Ja, guck mal. Ja, die wollen nicht gestört werden. Die pennen hier schön. Haben Spaß. Beim Schlafen. Und nicht das andere. Damit schon mal klar ist. So, hier ist ein Holzturm, der ist random, weil hier, wenn hier Nacht ist, soll hier was passieren. Wenn ich hier, habe ich das nicht irgendwann mal eingegeben? Ja. Geht das hier auch an, wie man sieht. Aber das ist jetzt nichts Besonderes, das ist jetzt auch ganz klein gehalten. So, hier ist die Fabrik, man sieht ein bisschen hier, aber die ist kaputt. Die 1.16 hat da irgendwie was zerstört bei mir hier. Das bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob da was kaputt ist. Was kommt denn hier rein? Weil kann ich das mal zeigen? Cobblestone. Du noch mal ein bisschen Shizzle Cobble Blobble rein. Dann sieht man jetzt. Ich hoffe, es geht. Aber hier müsste es gehen. So, Cobblestone wird gemeißelt und gemörsert und dann kommt da Gravel raus. Wie man sieht. Ja, das wird manchmal ein bisschen später gemacht, manchmal auch nicht. Das ist halt ein bisschen noch nicht so gut, weil ich das gebaut habe. So, dank wird das Sand, wird das halt so sozusagen gesiebt. Mit diesem komischen Gerüst. Ja, wie das hier hinter.
nochmal so abgesägt sozusagen da. Was kommt dann da raus? Ich hab's nicht gesehen. Irgendwas kommt dann da raus. Ja, Sand nämlich. Da kommt da halt Sand raus. Das haben wir da sozusagen halt geploppt. So, hier ist Holz, aber das funktioniert nicht. Gibt noch eine zweite Etage, die ist noch versteckt. Die funktioniert, soweit, hoffe ich, denke ich. Hier ist der ganze Trag, der schon da rausgekommen ist, irgendwie. Hier sammelt sich dann alles. So, hier ist jetzt irgendwie blöd, dass ich hier nicht reinkomme. Warte mal. Muss ich mal kurz hier reinmogeln. Jetzt habe ich mal 16 reingemacht. Jetzt sieht man. Ich muss gleich starten. Sieht man ein bisschen die Technik. Es kommen immer zwei hier an. Zack, zack. Wenn gelöscht, die werden zusammengepresst und ein Block entsteht, wird dann abgesägt und ploppt. Und das kommt dann nochmal. Das fängt dann wieder von vorne an. Man sieht hier auch die Technik, wie sie arbeitet. Zack. Und das passiert dann mit jeder zwei Kohle. Das bedeutet, sollten jetzt 8 Kohleblöcke gleich rauskommen. Hier brauchen wir den Sand, den wir produced haben. Nicht nur ein Sand. Wo sind der Sand abgezweigt? Frage ich mich gerade an der Stelle. Ah, hier. Ich mach mal hier ein bisschen Sand rein. Man braucht auch viel Sand oder so, damit das hier auch losgeht. Das wird dann hier reingeschmissen. Das Zählwerk drin. Das nicht funktioniert. Das ist alles so blöd. Aber das ist hier schon mal so eine kleine Vorgeschmack, was hier. Hallo? Der will nicht. Ja, doch, der will schon. Aber der will nicht so wirklich. Auf jeden Fall muss ich dann noch mal kurz hier. Torch. Und aktiviert dann noch mal kurz hier. Jetzt kommt hier nämlich Lava raus. Das ist sozusagen der in Anführungsstrichen geschmolzene Sand. Sprich, das sind auch Glasdinger. Glas in flüssig. So, das wird jetzt da schön und dann wird das zusammengepresst. Und da kommen jetzt Glasscheiben raus, die man nicht gesehen hat, aber die kommen jetzt hoch. Und werden hier eingesüppelt, weil hier was nächste kommt, nämlich eigentlich eine Glasflaschen-Production, aber die werden jetzt ja alle in den Müll geschmissen. Boah, das war's mit der Fabrik. Ich glaube, das war's auch mit der Redstone bald. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Das habe ich gezeigt. Die Schleuse. Das da hinten auch. Da war ja nichts mehr. Die Flagge. Schreibt es in die Kommentare. Aber ihr wisst ja jetzt sowieso wahrscheinlich schon, wenn ihr das bis hier jetzt vorgespult habt, weil ihr keck seid oder so. So. Hier unten ist Museum, habe ich schon gezeigt. Hier ist Bahnhof. Ja, das sieht halt so ein bisschen kacke aus. Und ja. Hotel finde ich für mich ziemlich gelungen von der Technik her. Hier coole Tür. Hier coole Tür. Geile Bank. Alles Selbstlob, ich weiß. Ja, dann. I think that was it for today. Ich sag mal so. Videos kommen im Moment wenig, weil Online-Unterricht und blöd. Und deswegen ist jetzt ein bisschen länger das Video geworden. Ja, dann bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Mal von der Redstone World oder von Terraria. Ich weiß es noch nicht, denke mal von Terraria, weil in der Redstone World mache ich ungerne Videos. Ich zeige einfach nur und mache hier ein paar, wie hier die Fortschritte so gelaufen sind. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Vielleicht werde ich auch mal ein bisschen hier mit dem Restaurant weiterarbeiten und ja, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video und ciao, Anja.